Ich liebe Wandertouren. Ich liebe Radtouren und ich liebe Karten. Ich liebe es, meine Reise vorher mit einer Karte vorzubereiten und mich von Bergen, Tälern, Sehenswürdigkeiten, Ortsnamen oder auch vom Zufall leiten zu lassen. Für Fahrradtouren nehme ich Karten im Maßstab von 1 zu 100.000, bei denen 1 Zentimeter einem Kilometer entspricht, mit Höhenlinien, die zeigen, wo es bergauf und bergab geht. Wenn ich wandere, benutze ich am liebsten Karten im Maßstab von 1 zu 25.000, auf denen 1 Zentimeter 250 Metern entspricht. Die Karte vor Augen vergleiche ich die reale Landschaft mit der, die ich mir vorgestellt habe, ändere spontan meine Route und am Abend durchlebe ich damit noch einmal die zurückgelegte Strecke. In Frankreich ist das kinderleicht. Ich kaufe die Karten des IGN, des Nationalen Geografischen Instituts, das das ganze französische Territorium in verschiedenen Maßstäben kartografiert. Grüne Karten 1 zu 100.000, blaue Karten 1 zu 25.000. Das heißt, über 1.500 Karten, um ganz Frankreich abzudecken. In Deutschland habe ich nie etwas Vergleichbares gefunden. Lange dachte ich, ich sei einfach nur unfähig, ordentliche Karten aufzuspüren, bis ich erfuhr, dass der wahre Grund vermutlich ein anderer ist. Die Geschichte beginnt im 17. Jahrhundert. Der Sonnenkönig Ludwig XIV. Will sein Königreich kartografisch erfassen lassen. Nicht nur aus militärischen Gründen, er will auch eine genaue Vorstellung von seinem Reich und von den Entfernungen haben, die bis dahin oft in Tagesritten angegeben werden. Sein Finanzminister Colbert wirbt den Astronomen des Papstes Giovanni Domenico Cassini ab. Dieser führt mit dem Astronomen Lahir und dem Abt Picard für die Akademie der Wissenschaften die erste kartografische Vermessung Frankreichs durch. Hierzu bedient er sich der Triangulationsmethode. Man nimmt zwei erhöhte Landmarken, Kirchturm, Turm, Mühle, Gipfel, misst ihren Abstand am Boden und errechnet dann, in welchem Winkel sie zu einem dritten erhöhten Bezugspunkt stehen. Damit kann man die Entfernung bestimmen. So schreitet man voran und vermisst immer ein Dreieck nach dem anderen das ganze Land. Die Mitglieder der Akademie sind mit der Vermessung des Pariser Raums 1678 fertig. Für den Rest des Landes brauchen die Cassinis 4 Generationen, ein titanisches Werk, das von Vater an Sohn weitergegeben wird. Sie durchwandern Frankreich, bauen Steinpyramiden, wo erhöhte Landmarken fehlen, klettern auf Berge, trotzen klimatischen und politischen Widrigkeiten. Gibt es Krieg oder andere Krisen, werden die Subventionen gekappt und die Arbeit unterbrochen. Frankreich ist das erste Land, das so detailliert kartografiert wird. 1 Zentimeter auf dem Papier entsprechen 864 Metern in der Natur, vielmehr sprach man damals noch von Strecken und Messstäben. Als Dankeschön verbringt der Cassini der 4. Generation während der Revolution 4 Monate im Gefängnis und entkommt nur knapp der Guillotine. Tja, die von der Firma Cassini herausgegebenen Karten könnten ja den Feinden der Revolution wichtige Informationen liefern. Cassinis Karten kommen nun ins Archiv für Militärkarten. Napoleon kann sie gut gebrauchen, aber für seine Feldzüge in Europa sind sie unbrauchbar. Also entwickelt der Kaiser die nächste Generation von Landkarten, die sogenannten État-Major, also Generalstabskarten. Diese sind sehr detailgetreu und werden mit der Zeit immer präziser. Die Lithografie ermöglicht den Druck in Farbe, Heißluftballons helfen bei der Landvermessung, der Offsetdruck wird erfunden, es entwickelt sich die Luftbildfotografie. Anfang des 20. Jahrhunderts erstellt die Geografieabteilung der Armee Karten im Maßstab von 1 zu 50.000. Doch als die Nazis Frankreich besetzten, verwandelt sich die militärische Institution schnell in eine zivile, also das Nationale Geografische Institut, IGN, um nicht zur Kriegsbeute zu werden. Wir verdanken also der militärischen Vergangenheit des IGN, dass es so genaue Karten von Frankreich gibt, Karten, die übrigens alle 3 Jahre aktualisiert werden. Da hat die Zentralisierung Frankreichs ausnahmsweise einmal etwas Gutes bewirkt. In Deutschland hat der Föderalismus eine andere Tradition hervorgebracht. Sicher, es gibt das Bundesamt für Kartografie, aber das geht nicht besonders ins Detail mit seinen Karten im Maßstab von 1 zu 200.000. Auf regionaler Ebene
hat praktisch jedes Bundesland seine eigene geografische Abteilung, die detailgetreuere Karten erstellt, vor allem für Navigationsgeräte. Dafür muss man sich aber an jedes einzelne regionale Institut wenden. Es gibt 16 davon. Viel Spaß. Oder man nimmt Karten, die von privaten Verlagen herausgegeben werden. Vom Bielefelder Verlag oder vom Esterbauer Verlag, bei denen es Reiseführer mit Karten gibt, auf denen die Fahrradtour samt Höhenunterschieden schon eingezeichnet ist. Die geben einem aber leider keinen größeren Überblick über die durchfahrene Region und helfen einem nicht weiter, wenn man die Touristenrouten meiden will. Aber geben wir zum Abschluss noch einmal Napoleon das Wort. Es heißt, er habe gesagt, große Schlachten finden immer an den Schnittstellen von 4 Landkarten statt. Sein Anliegen wurde anscheinend vom IGN erhört. Denn seit ein paar Jahren gibt es einen Service à la carte, bei dem man seine ganz persönliche Karte erstellen kann, auf der das Ziel oder das eigene Haus in der Mitte thronen. Schade, dass es diesen Dienst bis jetzt nur in Frankreich gibt. Er hätte Kaiser Napoleon bestimmt große Dienste erwiesen.